Oh. Ja, da kommen wir nicht an. Hätte man sich auch gleich denken können. So, jetzt kommen wir zumindest mal nach oben. Gut, so sieht man jetzt im Moment auch noch nichts von der Technik. Jetzt habe ich aber keinen Cobblestone mehr. Was natürlich auch sehr hilfreich ist. Und noch keine... Wo habe ich denn die Werkbank schon wieder hingestellt, mein Gott? Alter. Ja, ich bin echt sehr gut organisiert hier. Eieieiei. Okay, wenn ich jetzt von der Seite hier theoretisch reingehen würde. So, also quasi über den Turm hier. Das sollte ich mal noch Cobblestone Slabs ersetzen, auch wenn hier sonst. Ah, aber das ist besser. Das ist, glaube ich, wegen der Logik der anderen Treppen hier. Oh, cool. Okay. Das ist sehr gut so. Ja, Mann. Man kommt rein. Jetzt muss man der Seite kommen hoch. Bei der anderen wird es, glaube ich, etwas schwieriger. Müssen wir aber auch mal ausprobieren. Ich habe keinen Cobblestone mehr. Das ist doof. So, weil ich den Turm mir so massiv in die Höhe getrieben habe. Wahrscheinlich. warte mal. Wie komme ich denn überhaupt hin? Ich brauche mal Cobblestone. Okay. Aus. Wie ist eigentlich von dir von hier? Gut, wirkt jetzt ein bisschen seltsam. Ja, muss ich alles von innen noch mal ein bisschen schöner machen. Aber an sich eigentlich völlig okay. Also finde ich jetzt. Ich finde, das passt so. Das war so richtig. Leider habe ich jetzt kein Cobblestone mehr, muss jetzt Ewigkeiten zurücklaufen. Hallo Schwein. Hallo Schaf. Was die Sache natürlich sehr unangenehm macht. Aber naja, gut. Ich bin übrigens irgendwie sehr ausgeleuchtet momentan. Der Kontrast ist sehr gut. Also, zu stark. Viel zu stark. Meine Haare sehen irgendwie... Weiß nicht. Welche Farbe soll das sein? Welche Farbe hat meine Haare momentan? Also furchtbar. so. Aber dafür sieht der Rest eigentlich ganz okay aus. Gut, ja, warte mal, die beiden könnte ich eigentlich schnell setzen. Platz im Inventar geschaffen. Schön. Subi. Das finde ich gut. Ach, hier ist eine Druckplatte. Warum vergesse ich das eigentlich jedes Mal, dass da eine Druckplatte ist? Könnt ihr mir das bitte erklären? Oder könnt ihr mich bitte vielleicht das nächste Mal, wenn ich da drüber gehe, daran erinnern, dass deine Druckplatte ist und dass ich die Tür nicht einmal schließen muss. So. Warte mal. Wir brauchen eine Technikkiste. Das ist roher Redstone und dann brauchen wir noch eine Technikkiste. Und zwar nehmen wir dann Holz, 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 Dschungel. Dann machen wir die hier als Technikkiste. Haben wir Repeater drinnen, Redstone-Fackeln, was gibt's denn noch? Schalter, brauchen wir eigentlich zwei. Ja, gut. Moment. Für den Moment reicht das so. Dann brauchen wir wieder Cobblestone, 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 Cobblestone. Dann brauchen wir das hier mit. Lalala, die Musik ist voll toll. Ich finde die richtig gut gerade. So. Lalala. Jetzt habe ich eigentlich nur 7 Level, bin ich letztes Mal hingestorben. Ihr das? Oder wann bin ich denn gestorben? Was das letzte Mal war, als mein Schiff, das da vom Bergweg nicht funktioniert hat. Sehr traurig. Dieses Erlebnis, sehr traurig. So, dann gehen wir mal zurück. Hep, hep. Schön. Ja, jetzt werden noch, ein bisschen Dekoration oder ein bisschen dekorativer das Ganze. Also das Fenster da vorne wirkt im Moment sehr unbeholfen. Ich glaube, ich mache da lieber zwei kleine Fenster draus. Dann 4. Warte.
Das hat jetzt so überhaupt keinen Sinn ergeben. Mal lieber zwei kleine Fenster, aber davon vier. Mhm. Das ergibt viel Sinn. Das hast du gut gesagt. So. Einmal hier hoch und sieht schon wieder schon ganz okay aus. So, jetzt muss ich hier jetzt wieder rein. Ich bin eigentlich dafür, dass wir das Gitter die ganze Zeit eigentlich offen lassen, weil öffnen wir hier vorne. Ah, schön. Das ist wirklich auch noch etwas klobig. So, also mehrere Dinge. Erstens mal diese Rampe hier. Wieso alles in der Welt ist denn da unten bitte Wasser? Ach ja, klar, natürlich. Ich weiß, warum. Da ist das Feld. So, das ist das Erste, was ich machen wollte, weil das sah einfach, sagen wir mal ehrlich, ziemlich doof aus. So, das Zweite, was ich noch erledigen sollte, wollen müsste, ist hier wieder zumachen. Das macht nämlich im Prinzip überhaupt keinen Unterschied. Jetzt haben wir hier natürlich noch ein paar Treppen, die können wir hier so schön platzieren, dass es hier auch eine ansprechende Leiter aussieht. Leiter sage ich Treppe. Dann können wir hier noch einen kleinen Eingang machen und okay, man kann sich hier nicht mehr von A nach B bewegen. So. Ah, okay, ich habe zumindest meine Workbench gefunden. Ich habe wieder durch, danke. So, schön. Ich wollte nämlich noch ein Schild bauen. So. Dann setze ich mich hier mal hin und dann... Nein! Jetzt habe ich mich hier irgendwie eingesperrt. So. Das hier muss unbedingt anders gemacht werden. Also hier kann ich schon mal nicht großartig variieren. Ich probiere das jetzt aber einigermaßen optisch ansprechend zu lösen. Alter. Wird schon schief gehen so. Jetzt muss die hier weg. Und dafür dann hier noch. Oh. Ja, es ist nicht so schlau. So. Und so, aber nachdem jetzt da oben ich keine Eisengitter mehr habe, kommen die unten auch wieder raus. Und wir ohne Gitter. Kommt besser. So. Die nehmen wieder weg. Nicht, dass der unsere Mechanik hier stört. Ja, und dann ist hier quasi so. Jetzt habe ich die Werkbank, glaube ich, gar nicht mit dabei, oder? Wo liegt denn die? Die liegt irgendwo da vorne, liegt die drin. So. Haben wir alles so, wie es war. Nur eine Werkbank. Haben wir hier eine Tür. Okay, ich brauche mehrere Schilder. Einfach mal das ganze Holz, das wir noch da haben, mal schnell verbasteln. So. Und dann noch eine Tür. Brauchen wir auch noch. Die machen wir aber so rum. Das wirkt besser. Mal hier das Schild. Technik. Wartungsraum. Nicht betreten. Haha. Okay. Das Schild muss ich andersrum beschriften. So, also Wartungsraum. Das war falsch.
Wartungsraum. Nicht betreten. Und hier hat lang gedauert. Viel Technik. Das kann man eh nicht lesen. Egal wie das macht, das kann man erst lesen, wenn ein Ding ist. Und hier steht man jetzt hier durch das Torloch. Ich kann hier Wartungsraum nicht betreten, ne? Und das finde ich ganz cool so. Gut. Und dann das zweite ist da unten die Knöpfe noch beschriften, was denn welcher Knopf letztendlich macht. So, das ist nämlich zu. Okay. Schließen. Öffnen. Gut, dass es kein Schaf ist. Na gut, bin beruhigt, dass das Schild keine Ausführung hatte. Und jetzt kommt zumindest von außen auf, dann kann man schließen. Das ist ganz gut. Aber von außen kann man es nicht öffnen. Man kann es nur von innen öffnen, aber von außen, wenn es offen ist, schließen, wenn man durch ist. Finde ich eigentlich ganz gut so. So, und jetzt haben wir hier wirklich richtig abgeschlossenes System. Ah, das sieht gut aus, finde ich. Also, mir gefällt das. Mir gefällt das sehr ausgesprochen gut. Und eigentlich wollte ich heute eine Schmiede bauen. Und was ist passiert? Ich gurk seit 6 Folgen an diesem Eingang hier rum. Ah, da tun sie das auch einigermaßen okay wieder aus. Das kann man so mehr so lassen. Gut. Jetzt können wir eine Schmiede bauen. Was haltet ihr davon? Also so. Lava-Eimer habe ich eh schon die ganze Zeit dabei. Alter, ich bin so durch. Lass uns eine Schmiede bauen. Okay, Schmiede ist nicht gebaut, aber wir haben ein voll funktionsfähiges Fallgitter. Was ohne Schmiede eigentlich nicht funktionieren könnte, aber... ja, wen juckt denn in dem Spiel hier schon Logik? Das ist... traurig. Also wirklich, das ist... Oh, ich will mal gegen die Sonne auf. Welt. Beachte mich. Warte, egal. Mir fällt übrigens auf, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wieder eine richtige Aufnahmesession mache. Und nicht die ganze Zeit nur irgendwelche kurzen Folgen dahin schmarridödle. Dafür wird allerdings die Folge vom Samstag zu spät gekommen sein. Weil ich eine Session daraus gemacht habe. Was man fertig machen wollte. Okay, wir haben uns ja, glaube ich, gerade darauf geeinigt, dass wir die Stadt jetzt hier vorne hinsetzen. Und deswegen, könnte ich da eigentlich auch direkt mal anfangen mit der Schmiede. So. Die Schmiede ist ja eigentlich eher ein so alleinstehendes Gebäude und das muss eigentlich. Die Schmiede muss eigentlich wirklich massiv aus Materialien gebaut werden. Wie macht man das denn am sinnvollsten? Ich bin dafür, wir machen eine richtig schöne verkünstelte Schmiede. Das soll ja eine richtig schöne Stadt werden. Da unten. Darf man sich auch ruhig verkünsteln. Das Problem an der Schmiede ist nur, was heißt Problem? Das Wichtige an einer Schmiede ist, zumindest meiner Meinung nach, dass da nichts aus Holz ist, weil das würde ja abbrennen. Da drin ist ja warm. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir da gar nichts, also da in der Schmiede quasi völlig auf Holz verzichten und auf andere Ressourcen. Wir haben hier noch keine. Cool. Okay, bemooster Stein ist jetzt vielleicht auch nicht ganz das Sinnvollste, weil Moos kann sich in der Hitze auch wirklich halten. Stein ziehen wir noch gut. Aber wir haben keinen Stein mehr. Nein. Oh je, mini. Alles klar, gut. Hier ist noch Stein. So. Ich würde mal vorschlagen, dass ich schnell in die Küche gehe und ein bisschen was hier an, na fragen die, an wieder Cleanstone brenne. Wir nehmen 8,
So.